Bei Solarpanels ist es ja so, dass sie bei gleicher Sonneneinstrahlung mehr Leistung erbringen, wenn sie kühl sind. Also, je heißer, desto schlechter die Effizienz. Ich hatte vor kurzem mal so einen Traum, ein Panel so runterzukühlen, dass man mit dem zusätzlichen Energiegewinn nicht nur die Kühlung betreiben kann, sondern sogar ein Plus übrig bleibt. Und ich hatte Lust, es einfach mal auszuprobieren. Ganz am Anfang fand ich dieses Peltier-Element oder wie man das ausspricht, ganz interessant. Wenn man da Strom reinschickt, wird die eine Seite kühl und die andere heiß. Ich habe mir dann mal so ein Ding gekauft und einfach mal an eine Batterie gehängt, um zu schauen, was dabei so passiert. Wie man hier im Wärmebild sieht, wird die eine Seite relativ schnell kühl, aber nach ein paar Sekunden schwappte das komplett ins Gegenteil über. Weil ich gerne auch mal erst Experimente mache und dann die Erfahrung, habe ich danach erst herausgefunden, dass das Peltier-Element immer nur eine Art Differenz bildet zwischen heißer und kalter Seite. Das heißt, wenn man die Wärme auf der warmen Seite nicht schnell genug los wird, wird es auf der kälteren Seite auch heiß. Nur halt weniger heiß. Ich habe mir deshalb solche Kühlkörper gekauft, mal wieder ohne nachzudenken, und den Test nochmal gemacht. Die kühle Seite blieb dabei zwar länger kühl, aber leider schwappt beim Abschalten die Energie, die noch im Kühlkörper steckt, wieder zurück auf die kalte Seite, weil das Peltier-Element ja kein Wärmeisolator ist. Ganz am Anfang der Idee dachte ich noch, ich könnte so ein Panel vielleicht hinten komplett mit diesen Dingern vollpflastern. Aber das lasse ich lieber mal für das nächste Video, wenn ich vielleicht mal mehr Follower habe und auch mal komplett sinnlose Videos posten darf. Also dachte ich an eine Art Kühlraum hinter dem Panel. Man kann im Internet solche Peltier-Kühlsysteme für relativ wenig Geld kaufen. Das Kühlsystem habe ich mir als Bausatz gekauft und weil da keine Anleitung dabei war, gab es ein paar Fehlversuche. Der riesige Kühlkörper mit dem Ventilator soll dafür sorgen, dass die Wärme schnell abtransportiert wird. Hier in der Mitte befindet sich dann das Peltier-Element. Mit dem Kühlsystem wollte ich den vom Volumen her eher kleinen Raum hinter dem Panel kühlen, in der Hoffnung, dass der kleine Ventilator vorne die kalte Luft etwas verteilt. Beim ersten Test durfte ich mit Freude feststellen, dass man das Teil sehr lange laufen lassen kann, ohne dass die Wärme von der warmen Seite zur kalten rüberschwappt. Sehr erschreckend war allerdings der Stromverbrauch von fast 50 Watt. Auch wenn es klar war, dass es nichts wird mit weniger Energie reinstecken als rauskriegen, wollte ich jetzt noch wissen, was trotzdem dabei rauskommt. Ich habe mir für den Test ein dünnes Brett im Baumarkt besorgt und es so zuschneiden lassen, dass man es hinter das Panel kleben kann. Dort habe ich dann ein Loch eingesägt und weil das Teil zu weit rausschaut, habe ich noch etwas Jenga gespielt, um etwas Abstand zu gewinnen. Mit Kleber relativ einfach. Für die übrig gebliebenen Löcher musste dann mal wieder der Heißkleber hinhalten. Damit die Kabel reinpassen, musste ich noch zwei Kerben reinfeilen. Das Kühlelement habe ich dann mit Kabelbinder festgemacht. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Und das kommt dann mit Panzertape hinten auf das Solarpanel. Damit ich weiß, was leistungsmäßig dabei rumkommt, habe ich ein baugleiches 25 Watt Solarpanel ohne irgendwas hinten dran an einen baugleichen MPPT Laderegler angeschlossen, wie das 25 Watt Panel mit Kühlsystem. Beide Solarpanel können damit also so viel sie können in eine Batterie reinladen und haben gleiche Bedingungen, was das Loswerden von Energie angeht. Die Leistungswerte kann ich bei diesen Ladereglern dann jeweils per Bluetooth mit dem Smartphone auslesen. Die beiden Panels wurden im gleichen Winkel zur Sonne ausgerichtet. War schon irgendwie ein geiles Gefühl, das Ganze dann anzuschmeißen. Alleine deshalb hat es sich schon gelohnt. Das Ergebnis war allerdings lächerlich. Die Kühlung hat hier in der Mitte des Panels, wie man im Wärmebild sieht, so einen kleinen Kreis gebildet. Die Kühlwirkung war also nur super lokal. Schlimmer
war allerdings, dass sich der Rest des Panels mehr aufgewärmt hat als das Panel ohne irgendwas hinten dran. Was für mich bedeutet, dass die Luftzirkulation hinter dem Panel sehr wichtig ist und ich dem Panel mit dem Kühlsystem diese Möglichkeit quasi weggenommen habe. Gegen diese Kraft wird das kleine Peltier-Element wohl nie ankommen und deshalb lege ich das Projekt mal ad acta. Was liegt nach dem letzten Versuch näher, als die Luftzirkulation hinter dem Panel zu verstärken? Ich weiß zwar nicht wieso, aber ChatGPT meinte, ich solle den Ventilator dabei seitlich positionieren. ChatGPT hat mich auch davor gewarnt, dass man dabei mit Sicherheit mehr Energie reinsteckt, als man rausbekommt. Aber, wie ihr schon wisst, ignoriere ich in diesem Projekt den gesunden Menschenverstand und sämtliche Warnungen. Ich habe mir also so eine kleine Konstruktion gebaut, mit der ich so kleine Ventilatoren an die Seite anbringen konnte. Und mal wieder musste Panzertape zum Befestigen hinhalten. Ich war allerdings äußerst genervt, als ich gesehen habe, dass der Verbrauch der beiden Ventilatoren bei 12 Watt lag. Bei eBay wurden sie mir mit 1,2 Watt verkauft. In dem Wärmebild sieht man 10 Minuten nach dem Start schon einen Hauch einer Verbesserung, also einen Unterschied von etwa 3 Grad. Und ich meine auch, eine Art Zucken gesehen zu haben bei der Leistung der Panels. Also das kühlere Panel hat kurz mal 1 Watt mehr erzeugt. Aber selbst wenn ich dabei nur einen Ventilator verwendet hätte, wäre ich dabei nicht mit einem Plus rausgekommen. Es war auch leider nicht der optimalste Tag zum Testen, weil es generell sehr gewindet hat. Und eine Eingebung sagte mir, ich solle das jetzt mal so stehen lassen und mit etwas Sinnvollerem weitermachen. Das für mich inzwischen vielversprechendste schien mir, Wasser über die Panels laufen zu lassen. Damit das keine Wasserverschwendung wird, soll es natürlich ein Wasserkreislauf sein. Also ist mein Ziel, dass das Panel mehr Energie erzeugt, als man für das Pumpen von Wasser von unten nach oben benötigt. Ich habe mir irgendwann mal zum Gießen meiner Hanfpflanzen so eine Wasserpumpe besorgt. Die scheint dafür perfekt geeignet zu sein. Da waren praktischerweise auch solche T-Stücke dabei. Die habe ich dann mit dem ebenfalls mitgelieferten Schlauch in kurzen Abständen zusammengesteckt und weil ich aus Erfahrung weiß, dass die Dinger von sich aus nicht gut halten, habe ich sie zusammengeklebt. Das, was man jetzt als Düsen bezeichnen kann, habe ich dann auf so eine Leiste geklebt, die man ganz gut am Panel festmachen kann. Ich habe das Ganze dann erstmal ohne Panel getestet, also das Teil erstmal über einen USB-Stecker mit einer Batterie verbunden und geschaut, was so dabei rauskommt. Das Coole war, dass die Pumpe nur knapp 2,8 Watt verbraucht. Das Uncoole war allerdings, dass bei den Düsen ganz am Ende nichts mehr rauskam. Ich habe also an der letzten Düse, die nach unten geht, eine zweite Wasserversorgung rangemacht. Am anderen Ende musste halt dann eine weitere Düse hin, damit das mit der Breite wieder passt. Mit Panzertape passte das schon irgendwie. Zuerst habe ich dann versucht, es mit nur einer Pumpe hinzukriegen, aber da kam dann in den mittleren Düsen nichts raus. Also musste ich dann doch noch die zweite Pumpe dazu nehmen und da hat es dann auch geklappt. Leider mit 4,5 Watt Verbrauch. Und 4,5 Watt mehr aus den Panels rauszukitzeln, wird anspruchsvoll. An einem schönen Sonntagnachmittag war es dann soweit. Das Wetter war leider nicht ideal, wegen den Wolken, aber die Temperatur auf dem Balkon lag bei über 30 Grad. Also ganz gut für einen ersten Test erstmal. Getestet habe ich natürlich wieder mit den baugleichen MPPT-Ladereglern und der Batterie. Die beiden Solarpanel haben von der Breite her gut auf so eine Babywanne gepasst. Dort konnte das ganze Wasser wieder reinlaufen und von unten habe ich es wieder hochgepumpt. Mit nur einer Pumpe hat es erwartungsgemäß nicht funktioniert. Mit beiden sah es zwar besser aus, aber in der Mitte kam trotzdem nichts raus. Im Wärmebild sieht man auch, dass die Kühlung in der Mitte fehlt. Ich musste also doch noch was umbauen und einen weiteren Test an einem anderen Tag machen. Ich habe den Moment allerdings nochmal genutzt und im Halbminutenrhythmus die Pumpe an- und ausgeschaltet. Hin und wieder habe ich die ersten drei Löcher mit dem Finger zugehalten.
damit sich das Wasser gleichmäßiger verteilt. Das Coolste, was ich bei dem Test gemerkt habe, war, dass die Temperatur nach dem Abschalten der Pumpe relativ lange unten bleibt. Man muss die Pumpe also nicht immer anlassen. Ich habe nach dem Test noch die Wassertemperatur gemessen und die lag bei 31,1 Grad. Damit sich das Wasser besser verteilt, habe ich vor dem nächsten Test die ersten drei Löcher zugeklebt und kleinere Löcher reingebohrt. Außerdem habe ich mir mehrere Timer gestellt, damit die Pumpen immer erst eine Minute angehen und dann zwei Minuten ausbleiben. Das Wetter war bei dem zweiten Test zwar wolkenfrei, aber es war morgens um 11 Uhr, also noch recht kühl. Gut war, dass das mit den Düsen besser geklappt hat und die Temperatur damit gleichmäßiger verteilt war, wie man hier im Wärmebild noch gut sehen kann. Die Wärmebildaufnahme entstand übrigens etwa 10 Minuten nach Beginn des Tests. Das nicht gekühlte Panel hat sich auf etwa 45 Grad aufgeheizt und das kühlere Panel lag bei etwa 30 Grad. Also 15 Grad Unterschied. Und an der Stelle jetzt erstmal etwas Theorie. Laut Datenblatt hat das Panel einen Temperaturkoeffizient von ungefähr 0,5% pro Grad Celsius. Das heißt, pro Grad Celsius mehr Temperatur erzeugt das Solarpanel 0,5% weniger Leistung. Bei den hier gemessenen 15 Grad Temperaturdifferenz wären es also 7,5%, dass das kühle Panel mehr erzeugt als das heiße. Wenn das heiße Panel also 15 Watt erzeugt, dann sollte das kühlere Panel 16,125 Watt erzeugen, also 1,125 Watt mehr. Jetzt zum Hochpumpen von Wasser. Mit nur einer Pumpe habe ich ja einen Verbrauch von 2,8 Watt gemessen und mit beiden Pumpen 4,5 Watt. Das heißt, dass eine Pumpe etwa 1,7 Watt braucht, also beide zusammen 3,4 Watt. Die restlichen 1,1 Watt entfallen auf den darin verbauten Computer und das WLAN, was ja nicht Teil dieses Versuches ist. Weil ich die Pumpen ja eine Minute anhatte und zwei aus, brauchten sie im Schnitt ungefähr 1,14 Watt. Ich habe also um 11 Uhr morgens bei dem Einfallswinkel und der Panelleistung vermutlich genau den Moment erwischt, wo es sich zu lohnen beginnen würde. Mit größeren Panels oder einen besseren Winkel zur Sonne würde es sich schon viel eher lohnen. Für das gute Gefühl zeige ich am Schluss jetzt noch was einen Sieg erahnen könnte.